Hast du noch deine Lampe? Die ist... Ah. Nett. Wir haben Folterstühle. Oh, wenn da reingequetscht wird und dann langsam so die Schrauben anziehen dort unten. Deine... Eieiei. Na gut, sie brauchten ja irgendwo... Irgendwo mussten die Leute ja kurzzeitig mal noch lebendig gehalten werden, damit sie einen schön vollen Keller haben. Für alle Arten von Spaß. Es klebt überall getrocknetes Blut daran. Ja, schön. So ein. Kannst du schön reinsteigen und dann können sie überall ranschnapseln. An dir ran. Ja. Ihr Messer wetzen. Und dann wird es ja schön aufgefangen. Ja, wundervoll. Wundervoll. Noch ein paar Zangen. Blutiger Stuhl. Das arme Kissen, das muss immer gesäubert werden. Fein säuberlich hängen. Ach, guck mal, sogar. Das finde ich natürlich wieder cool bei Spielen. Guck mal, die haben sich echt eine Mühe gemacht, den Nagel darunter auch zu animieren. Dass es auch definitiv klar ist, dass die an den Nägeln aufgehangen sind. So, ah, okay. Streckbank. Oh nee, was sind das eigentlich? Du kannst hier drehen. Na gut, wahrscheinlich doch. Du kannst ja irgendwas. Irgendwas wird hier gedreht, weil man dann zieht er das dort lang und dann. Doch, eine Streckbank, doch. Wird hier langsam der Riegel runtergeschoben. Hm. So, so ein paar Masken. Wie ist die? Schundmasken? Schandmasken? Nett. Wish. War das nicht eigentlich eher so für kleine Verbrechen so, dass du dann eine Zeit lang diese Masken tragen musstest, typischerweise? Wenn du halt falsche Räder hattest und so alles. So, das sieht doch hier nach Keller aus. Wundervoll. Ach, danke, Tür, dass du aufgehst. Freudiger Empfang. Hm, na, da werden wir doch gleich bestimmt ein bisschen noch mehr Foltereien. Werden wir bestimmt gleich noch ein paar Begegnungen haben. Aber zumindest hier hatten sie Kloaken. Pierer, was ist denn das? Okay, da wird sein Arm rein. Ah, aufgespießt. Oh, eine alte Scheibe Brot. Naja, zumindest haben sie die Leute noch gefüttert. Warum ist denn das so unscharf? Was auch immer magisch hier drin ist, ist es sehr unscharf, Schmart. Eine Mate. Warte, my day. So, die Gänge sind verbunden. Die Zellen sind verbunden. Ah, so eine Bank, wo du drüber gezogen wirst. Also immer. Du willst das ein Hohlkreuz machen, wirst immer weiter runtergedrückt, bis diese Stacheln genau in deinem Rücken drin sind. Bestanden. Irina, Michaela, Luis, Ingrid, abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriela. Bestanden in, dass sie hier arbeiten dürfen oder bestanden, dass das ein guter Jahrgang ist und die kann man gut nutzen für was? Mit Medizin und Spritzen. Plastikspritzen, ich möchte nur mal sagen. Also so alt hier manche Sachen aussehen, hat man trotzdem eigentlich einen neuen Kram da. Okay, ist die ganze... Chemikalienfabrik. Ah, okay, hier haben wir ein paar Eingeweide drin liegen. Das darf natürlich nie fehlen. Dann natürlich auch ganz wichtig, manche Chemikalien müssen ein bisschen eingefärbt werden. Wäre ja auch bösartig, dass jemand in die Hände kommt. Vor allem dieser Lichtkegel. Man fühlt sich hier wirklich... Ist das so ein bisschen zu klein, dieser Lichtkegel? Ich habe so das Gefühl, die Sichtfeld, das FOV... Field of Vision, wie das heißt. Oh, hi, du bist schwarz. Die Säcke schaukeln. Da ist was abgeruppt worden. Abgenagt. Das sieht aus, wird es ja ausbrechen, oder? Steine.
Weil hier haben sie noch ein Whiteboard, hier können sie sogar noch ein bisschen so Suchen machen. Ja, so irgendwie. Die hat mir nicht so gefallen. So, Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Das sind die vier, die bestanden hatten vor uns. Nierenschälchen. Oh, das ist ja eine Ausstattung. Was auch die Bediensteten dann alles gemacht? So. Schreck mich nicht so. Bewegen sich schon so seltsam, oder? Das kann doch nicht nur Wind sein. Was drin? Oh Gott, ich höre gerade irgendwas. Ist schon Laie? Ich gehe mal kurz zurück. Ganz kurz den Rückweg sichern. Nichts. So, wen haben wir denn hier? Moin, Leute. Wer will denn? Ja. 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 Irgendwas entzündet ja jetzt was. Teilteile. Metallteile. Schön, dass die hier Teilreste, die werden angezeigt. Ja. Nimm doch mal bitte ein Gedärme aus meinem Gesicht. Ungehörig. Okay, haben alles abgesucht. Sehr schön. So, wann geht der Spaß jetzt los? Wenn du sowas. Hallo. Okay, ich glaube, ich brauche eine Schrulle. So. Boah. Nicht mit der Axt. Da ist noch mehr da. Ach, die Pistole, selbst die Pistole, das dauert. Also das Trefferfeedback, zumindest bei den Kleinen, ist irgendwie die Kleingegner immer ein bisschen schwierig. Da ist irgendwo noch was. Wackelte gerade was in meinem Sichtbereich. Aber die Schroti ist da echt Gold wert. Weil mit ihren alten Waffen auch noch dazu. Ah, guck an. Okay, du verlierst deine Waffe. Okay, das war ein Schuss zu viel. Aber es waren jetzt 7 Schüsse. Könnte schon sein, dass der gerade in der Animation, wenn er rauskriecht, unverwundbar ist. Das ist ja immer so eine Frage. Eine Rohrbombe. Okay, da kommt noch ein bisschen was auf mich zu. Wie sieht es ansonsten aus? Ich habe die ersten Zellen. Achso, das wurde nicht angezeigt. Offen. Offen. Wenn wir jetzt schon so eine Komplizierungsanzeige haben, versuchen wir auch einiges mitzunehmen. Nachgeladen. Ja, mindestens 2, würde ich sagen, sind das noch hier irgendwo. Da ist einer. Da ist einer. Okay, 3. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Oh, wir gehen zurück. Einer. 2. Ich glaube, mit Pistole mache ich das lieber dann fertig. Ingrids Halskette. Ingrid hat mal gehört, ist instabil.
glaube, Ingrid gibt's nicht mehr. Die hat es wahrscheinlich nicht so überstanden. Frage ist, ob das sowieso hier der Plan war, sie dazu zu machen, oder ob sie irgendwelche Untersuchungen an ihr nicht überstanden hat. Okay, zumindest einer ist noch irgendwo. Das sieht eigentlich aus wie... So, hier ist noch eine kleine Zelle. Da hinten ist noch einer. Das ist eigentlich Trefferzone. Guckt mal, kristalliner Schädel. Das Schwert. Okay. Dass das Schwert natürlich jetzt noch irgendwie so zerramselt dabei ist, wirkt seltsam. Ah, und überall die Löcher, die haben sich ja überall hier eingraben oder wurden auch so eingegraben. Mann, Mann, Mann. Da ist noch so ein Loch. Über die Blutflüsse oder was auch immer für Exkremente oder was auch immer hier so rumgeistert. So, damit haben wir auch hier alles gemacht. Ist ja nett, haben wir die Mini-Geschichte von Ingrid auch mitbekommen. Und auf geht's wieder in höhere Gefilde. Schlüssel. Mann, das ist auch so ein, das ist ein großer Sarg. Schmiedeeisen und Schlüssel ist... Achso, ist dort oben. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Folgst du mich jetzt? Na, dankeschön. Wo kann ich lang? Da kann ich lang. Kann ich lang? Da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht lang. Gibt es zum Abendbrot. Ja, ja, lass mich mal in Ruhe, Mädel. Wo geht's lang? Da geht's lang. Da geht's nicht lang. Da kann ich auch was mitnehmen. Weiß nicht, was es war. Hier kann ich was kaputt machen. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Kannst du mich bitte lassen? In Ruhe lassen? Deine Kugeln können mir nichts an. Oh, oh. Du dreckige Missgeburt. Ich hab doch was gemacht. Oh, die muss in die Kälte. Warte mal, Schrodi. Dafür wirst du büßen, du Bastard. Komm mal her, Mädel. Komm mal her. Ja, genau hier hin. Das ist die falsche Seite. Du wagst es, uns herauszufordern? Oh, guck mal, sie versteift. Das war schon das Aufeinandertreffen. Okay. Kristalliner Torso. Die Kühle. Ne, warte mal, ist das... Na, das Licht nicht. So viel Licht ist es ja nicht. Ich glaube eher, das ist die Kälte, die hier reinkommt. Ach, deswegen soll das Fenster zugemacht werden, was wir vor uns gelesen hatten. Die vertragen Kälte nicht. Kälteempfindlich. Kleine Pussys, ja. Zäh. So. Wir haben Pistolenmunition. Finde ich jetzt nur gerade amüsant, dass wir so schnell losgeworden sind. Ich hätte gedacht, dass wir noch länger mit der zu tun haben. Okay, habe ich hier irgendwas noch übersehen in dem Raum? Was zählt als dem Raum? Das ist davor noch. Gut. Wäre nur durchgerannt. Also ich habe das Gefühl, wir müssen vor denen wegrennen bis zu einer Stelle, die halt irgendwie so aussieht, als könnte man dort den Schaden zufügen. Ich gehe nochmal runter. Ich will mir das mal ganz schnell angucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Ich bin jetzt nur den Gang entlang gewatschelt. Wie so ein Begaster. Ob ich die jetzt natürlich innerhalb der Kühle angreifen muss oder die einfach nur in der Kühle halten muss, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay, konnte man nur gehen. Das war ja wirklich schlauchig. Schlauch. Die hat ja irgendwo hier das mit uns gemacht, genau. Und das, denke ich mal, ist vor allem noch die Anzeige wegen dem Schlüsselloch, was wir dort machen. Da finden wir den Schlüssel noch. Und den Zweifel kann ich erstmal weitergehen. So, also danach gab es ja, das war so Fleisch,
Aufhängenzimmer. Aber die gute Lady wird jetzt nicht sehr erfreut sein, oder? Wenn wir so eine Tochter von ihr erledigt haben. Nur sie hat so einen kristallinen Körper. Haben das alle Wesen hier? Ah. Das ist aber nicht nur ein Mensch, das ist so Schwein. Das ist so Schwein. Ah. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt nur... Oh. Ah. Lecker. Metallreste, dankeschön. Oh, ihr müsst doch mal wegräumen. Ich meine, es ist schön, dass ihr alles hübsch habt. Ihr könnt nicht immer alle Bediensteten auffuttern. Das geht nicht. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Die Seele heißt dann dieses Knochengerüst dann. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Ja, hätte ich auch Bock hier zu arbeiten. Vor allem wahrscheinlich auch egal, wie viel du Gutes gemacht hast in der Zeit zuvor. Irgendwann entscheiden sie halt auch, ja, den nehmen wir mit. So, und damit... Ist hier noch irgendwo was? Okay, Dietrich. Oh, die ganzen Dietriche. Da kriegen wir Rückstoßkompensator. Aber nur speziell für sie. Teile ausrüsten. Okay. So, was hat jetzt das verbessert bei ihr? Versuchen. Guck mal, 130 auf Feuerkraft. Allein schon diese Erweiterung hat jetzt die Waffe doch wieder qualifiziert, als Standardwaffe genutzt zu werden. Sorry. Kann ich jetzt bei der alten Waffe irgendwie noch die Muni rauskriegen? Scheinbar nicht. So, dann machen wir nochmal ganz kurz hier Ordnung. Ach, kann man vor allem vorbeigehen, schon mal reingucken. Ah, was gibt's denn Leckeres in der Küche? Kadaver. Wir kommen jetzt mal hier oben raus. Wenn wir schon Dietrich hier finden, würde ich sagen, gleich nutzen. Engelsstatue aus Holz. Moment, jetzt aber... In der Küche ist noch was. Habe ich jetzt nicht die Waffe ausgerüstet? Jetzt habe ich sie wieder. Irgendwo noch was Kristallines? Oh, die... Das Hunde? Ich wollte gerade Hasen sagen, aber das sieht eher hundisch aus. Ist denn jetzt noch was? Ach ja, guck an. Ah. Ja, deine Hand. Ach, schön, dass du nur zwei Finger bewegst. Sanguis Virginis. Die leckere Flasche. Nett. Ja, da unten, wie gesagt, da brauchen wir das Schlüssel, da komme ich nochmal hin. Das würde ich jetzt lassen. So. Jetzt sind wir im Hauptzimmer wieder. Schießpulver. Oh, ein Riesenschrank und nichts zum Rausnehmen. Auch hier, der Kamin ist eine Weile nicht benutzt worden. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Ich glaube, in dieser Maiden-Demo... Na, guck an. Warum der Kristall dort sitzt. In der Maiden-Demo hat das hier geendet. Oh, guck mal, was haben die gegessen? Blutsuppe. Gut. Da kommen wir nicht rein, wir müssen eh zurückgehen. Gehen wir schnell zum Händler vor allem. Speichern. Wir müssen dann sowieso nochmal
eine Etage oben reingehen. Das weinst du mal, ja, ich weiß. Hier diesen Weg. Ach so, hier gab es gar nichts mehr, weil ich bin ja durchgehastet, ohne mal mir umzugucken. Aber da kommen wir vielleicht noch hin. Bitte, Dimitrescu, lass mich mal. Ich habe deine Tochter getötet, aber es war ein Versehen. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ha. Soll ich etwas für dich auswählen? Bitte Erstmal sieh ankommen. dir auch meine neuen Waren an. Ich habe zwei Kristalle. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Drei Schädel und eine Tochter. Kristallinüberreste von einer der Töchter Lady Metalescos. Eine liebevolles. Moment, ich habe ich gerade aber kurz mal Komm Angst. zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Könnte man. Steht aber nur wertvoll. Ich sehe jetzt nicht, dass man das noch Willkommen. irgendwie andersweitig gebrauchen kann. Deswegen würde ich jetzt erst fast sagen, wir verkaufen das ganze Gelurkse. Eine Kette aus Tierknochen, die das Böse fernhalten soll. Ha, schade. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. So, was hat er denn Neues? Er hat. Ja, diese beiden Teile immer noch. Das ist nicht so gerade. Magazin und das ist. Die MI ist. Die MI ist die Schrotti, oder? Linde erhöht die Feuerrate. Ja, genau. Warte mal, jetzt muss ich gleich mal gucken. Zählt das jetzt schon als Hals- Waffen? und Beinbruch. Ja, es zählt. Wir haben die beiden Rückstoßkompensator, erweitertes das Magazin. Okay. Aber gerne. Feuerrate für die Flinte würde ich jetzt eigentlich nicht holen, weil Beachte mich gar nicht. ich schieße ja mit der Flinte jetzt auch nicht 10 Mal hintereinander, sondern ich schieße ja einmal auf den Gegner und würde dann versuchen, eigentlich meistens mit der Pistole vielleicht dann den kalt zu machen. Das heißt, ich brauche gar nicht so häufig Flintenschuss. Also. Oder das, warte mal, das Feuerrate jetzt Schaden? Ne, Feuerkraft, ja. So, lass uns hier gleich nochmal was reinsputtern. Kann Aha. ich dann noch weiter was ausbauen? Nö. Und. Ja, komm. Aha. Gut. So. What are you Normales. buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ja, du bist ein witziger Auf Halunke. Wiedersehen. So, wir speichern mal. Und was ich jetzt definitiv nochmal machen wollte, ist die Zimmer, wo ich so vor uns durchgerannt bin, ohne Sinn und Verstand. Weil die gute Dame hinter mir her war. Welche habe ich jetzt eigentlich getötet? Cassandra kriegt das nie hin? Ich weiß jetzt nicht, welches es war von denen. Ich habe jetzt auch keine Untertitel an, wodurch man jetzt irgendwie lesen könnte. Das, das und das. Das war eine gewesen. Oh, guck mal, das ist die Prunkwaffe. Dinge. Hier ist. Okay, da komme ich nicht rein. Und hier war das Zimmer, wo ich durchgerannt bin. Kleider, aber das ist ja die kleinen. Na gut, es geht weit runter. Das. Doch, es können ihre Kleider sein. Ich meine, es ist obenrum deutlich Platz und unten schleift es auf dem Boden. Also das könnten durchaus ihre Kleider sein. Und ich meine, der Schrank ist auch hoch. Ist einiges rein, ihr eigenes Ankleidezimmer. Aber wenn ihr eigenes Ankleidezimmer schon so eine Stelle hat, ist mal durchgebrochen irgendwann. Aus Hunger. Noch hier wieder sehen wir uns nicht. Nun gut. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt demnächst machen, ist, wir gehen ins Weinzimmer und werden diese Weinflasche in den Ständer stellen. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landetour. Tschüss.